Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen, also zu einer neuen Folge von Minecraft The Evil Within. Und ja, heute mit einem neuen Aufnahmeprogramm. Heute nehme ich mal mit Bennycam auf. Ich hoffe, es ist alles okay. Und sorry, wenn ich in meinen alten Videos gesagt habe, immer, ich habe mit Bennycam aufgenommen. Ich habe Bennycam vorher immer mit Loilo Game Recorder und Action verwechselt. Ich hatte nämlich Loilo Game Recorder und Action benutzt. Aber Action, da waren die Dateien so groß wie bei Loilo Game Recorder. Bei Bennycam dürfte es besser gehen. Ich nehme in genau 40 FPS auf. Das heißt, bei mir laggt es ein bisschen, bei euch dann nicht, weil Bennycam überarbeitet es alles ein bisschen. Ich hoffe, Soundqualität ist von Bennycam auch okay. Und ich habe auch hier das Rätsel gelöst, Leute. Ich musste nämlich die Map neu laden, weil ich habe mir ein Dings, die Auflösung angeguckt. Da hier sind nämlich Schalter. Und wenn man jetzt einen drückt, dürfte man in eine neue Welt kommen. Genau. So, oder Warehouse. Oh, da ist ein Warenhaus hier. Und hier fehlen Items. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Hier sind kaputte Fenster. Ich mach mal kurz die Helligkeit ein bisschen höher. So, dass ihr auch besser seht hier. Ja, jetzt schwuppt's auf 39, weil ich ja nur in 40 FPS genau in 40 aufnehme. Also das heißt, es geht genau auf 40 runter, auch wenn man einen ultra-high-end-PC hat wie ich. Aber, naja. Und hier ist ein scheiß verdreckse Zombie-Viecher. Naja, Leute, wollen wir kämpfen? Ich würde sagen, wir kämpfen, oder? Kill him. Wo ist die Tor? Wo ist Door Open hier? Ah. Na, wollt ihr nicht kämpfen? Kommt mal her. Ah, das sind nur Skelette. Fuck that shit. Das sind Skelette. Das heißt, ich habe die Map nochmal von vorne angefangen. Ich habe aber nochmal fast die gleichen Items wie vorher. Ja. Gut. Ich glaube, die machen Schaden. Wie die Skelette hier aussehen. Hier sind nur Tränke drin. Holy shit. Holy shit. Jump, motherfucker. Jump. Ohne Rüstung. Scheiße, ich hab keinen Platz mehr in meinem Inventar. Die können gar nicht schießen. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig geil. Ich würde sagen, wir holen uns gleich die Eisenrüstung. Nein, brauche ich nicht mehr. Alter, wie geil, die können nicht mehr schießen. So. Ja, genau. Dann der Rest kommt wieder hier rein. Smaragd. Das nehmen wir mal mit, komm. Trank die Schnelligkeit. Kann man die nicht. Scheiße, dass man die nicht stapeln kann. Goldnugget, Schwarzpulver brauchen wir nicht. Das kann man eins zum Einstecken. Knochen brauchen wir auch nicht. Milch, wenn wir vergiftet sind, kann man gut gebrauchen. Pink Sniper Rifle, können wir jetzt damit schießen, oder? Nein. Funktioniert also nicht. Können wir die da wegtun? Ah, ne. Wir haben die Pfeile vergessen. Sorry. Sorry, Leute, wir haben die Pfeile vergessen. Jetzt können wir die abbanalen, oder? Ja! Bam, in your face. Anscheinend sind das hier Gemoddete, die nur angreifen können, wenn man die berührt. Und hier ist schon gleich die nächste Kiste. Naja, haben wir hier noch irgendwas? Goldbarren, ja, toll. Nehmen wir uns auch ein paar mit. Komm. Das ist ein getamter Helm. Schusssicher. Was haben wir? Ah, wir haben viel mehr Dornen und alles haben wir. Ja, gut, was gibt es zu Bennycam zu sagen? Trank der Stärke, oh. Ja, Bennycam ist ein geiles Aufnahmeprogramm. Kostet 33... Ach du Scheiße. Kostet 33 Euro. Kann man online per Paywall kaufen. Holy shit. Alter, was ist hier los? Holy shit. Ja, warum rennst du denn nicht? Was muss ich denn hier auch holen? Nein, Tränke. Alter, ist hier viel drin. Junge, jetzt kommen die hier alle. Lol. Und hoffentlich hat auch Bennycam jetzt nicht so einen Dingsfehler hier wieder. Weil, als ich heute Morgen eine Testaufnahme gemacht habe, war irgendwie manchmal der Ton so abgehackt. So, hallo, ich bin Sashi. So hat das manchmal geklungen dann. Sorry, wenn es soll so sein. Kein Plan, woran das liegt. Das ist anscheinend irgendein Programmfehler oder irgendwas.
Es ist ja nicht die gecrackte Version, es ist ja die offizielle Version, weil ich bin ja fair. Ich cracke ja nicht. Ich meine, ich kann das bezahlen. Ich meine, das Geld habe ich dafür, ist ja klar. Ich bezahle es auch für euch. Und ich weiß nicht, was ich hier holen muss. Oh, da ist ein Buch, da ist ein Buch. Second Job! Fuck! So, Leute, ich glaube, den haben wir gemeistert. Wir haben hier ein Buch gefunden namens Second Job. In den anderen war nichts drin. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, es ist richtig. Wir essen mal einen Apfel. Einen goldenen Apfel. Jetzt haben wir 2 Herzen mehr. So, hier geht's nicht weiter. Nee, ich würde sagen, wir gehen einfach ins nächste Sanatorium. So, wir sind bei 5 Minuten. Ja, ist okay. Ist okay. Oh, eine Diamantaxt. Können wir uns mitnehmen, oder? Hier haben wir ein unbeschriebenes Buch. Das brauche ich nicht. Kevin brauche ich auch nicht. Rohes Rindfleisch brauche ich nicht. Giftige Kartoffel. Kohle kann man zum Austauschen. Steak haben wir noch. Okay, zurück. Dann, Mission 1 erledigt. Mission 2. Alien Patrol. Ach du Scheiße. Ja, und ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ja, eine Gruppe. So, hier haben wir Essen. Das brauchen wir nicht. Hier haben wir... Oh, ein Eisenschwert. Das ist ein Mafia 24. Oh, nee, das hat 24 Angriffsschaden. Das lassen wir hier schön drin. Diamanthelm brauche ich nicht. Nein, es tut mir leid, liebes Spiel. Was ist denn das? Fuck, das ist eine Hexe. Wenn die mich trifft, bin ich am Arsch. Dann bin ich am Arsch, wirklich. Aber die sind ja mit 2 Schlägen tot. That's good. That's very good, man. Und hier ist ein Dorfbewohner. Was macht er denn? Achtend Alter. Ein Endesfruit macht er. Warte mal. Nee, verarschen kann man den nicht. Na, ich weiß. Der will uns eh nichts geben. So, weil wir haben kein Endesfruit. Haben wir leider nicht. Das habe ich auch bis jetzt noch gar nicht gefunden. Kann man eh wieder respawnen. Das ist gut. Weil ich wollte gerade den anklicken und dann habe ich den getötet. Was ist ein Fuck jetzt hier? Stop slipping me off. Okay. Müssen wir wohl... What the fuck? Müssen wir wohl hier lang? Die machen ja gar nichts, diese Hexen. Die geben uns, glaube ich, nur Schwäche, oder? Ah, nee, die vergiften uns. Fuck that shit. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, wir sterben jetzt hier. Toll. Tolle Scheiße. Hallo. Hallo. Alter, ein halbes Herz. Ja, das war gerade ein richtiger Wichser. Der hat uns gerade hier schön so, ich hier so, bitte tut mir nichts. Der so, bam. So, fuck life hier so, bam, in die Fresse rein. Ja, müssen wir wohl nochmal rein. Wir behalten ja die Items, das ist ja gut. Mission 2. Alien Patrol. Let's go. Was müssen wir eigentlich holen? Ich glaube, irgendwo ist doch hier bestimmt etwas zu... What the... Oh no. Ich glaube, hier ist gut einer gestorben vorhin. Der heißt, glaube ich, Sashi heißt der hier gestorben ist. Hau ab, Mensch. Alter, die fressen von denen regen mich richtig auf, wie die so einen so angucken. So... Alter, ich muss hier weg. What the fuck? Geht hier gerade ab? Nein, nichts drin. Wir gucken ja schnell die Kisten durch. Ganz schnell. Ganz schnell, Sashi. Ganz schnell. Ganz schnell. Da ist was. Ja, Trancy. Sehr gut. Haben wir das noch? Tracy. Yeah. Sehr gut. Mission 2. Schnell. Alien Patrol. Ich glaube, die Map geht ein bisschen länger. Kann das sein? Ja, die betteln sich hier gerade gegenseitig. Obwohl, machen die uns eigentlich was, wenn wir den nix machen? Gucken wir mal. Ich bin mal gerade so hier ein bisschen gehen. Ja, Leute. Ich guck mal kurz hier, was hier so gibt. Hier Trank, der... Alter, willst du mich verarschen? Die machen uns was, obwohl wir den nix machen. Ja, sehr schöne Logik. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Alter, da hinten ist eine Kiste. Aber, Leute, ich muss wirklich sagen, die Map ist richtig geil gebaut. Wirklich, das ist hier so New York City-Style, ist es hier alles so. Ja, Logik, guckt mal hier. Ich mach nicht dran. Ja, toll.
Kann hier kaputt. Oh, hier kann man sogar kaputt machen. Pfeile. Nee. Economy Collapse. Hier, ich hab'n. Ach stimmt, der hat ja einen Hebel gefunden vorhin. Wo ich schon mal von vorne gespielt hatte. Weil Leute, bei den Servern, da war oben eine Kiste versteckt in der Decke. So eine getarnte Kiste, das ist ja alles hier gemoddet, das ist ja die 1.8. Da kann man ja, zum Beispiel das hier kann auch eine Kiste sein. Das geht ja alles hier in der 1.8 mittlerweile. Und kann man das kaputt machen? Nein. Also die Türen sind anscheinend nur als Dekoration hier. Hier geht's aber rein. Alter, das war gerade knapp. Das war gerade knapp. What the fuck war das gerade? Leute, aber wir haben die Endfruit hier, wo man den Dings da. Hier. Wir sterben jetzt. Jo, ich komme mal zu euch runter, liebe Freunde. Hallo? Na? Ich will gern sterben. Dankeschön. So. Sind schon bei 11 Minuten. Und ich hatte wirklich Angst, dass Bandicamp dann doch nur noch. Dass dann doch nur 10 Minuten, weil die Testversion geht ja 10 Minuten. Und, so, jetzt gehen wir mal kurz gucken, ob der Typ hier wieder da ist. Nein, respawne doch. Okay, wir müssen den also respawnen. So. Ja, hallo. Ich habe hier die Eldfruit. Und Leute, wir haben ein geiles Schwert. Guckt mal hier. Mit 38,25 Angriffsschaden. Alter, das ist geil. So, ich würde sagen, zurück und Mission 3 gibt's jetzt hier. Street Sweeping. Alter, wie geil. What? It isn't right. Junge, wie geil ist das hier gebaut? Leck mir am Arsch, ist geil gebaut hier. Ich liebe diese Map. Leute, ich liebe diese Map. Wirklich. Ich glaube, ich heirate die Map. Okay. Kill him. Er ist tot. Very good. Ja, das haben wir gut gemacht. Wir haben den gut gekillt. Und was haben wir da denn verloren? Leute, das ist die Dings. Der Kelch, wo man gegen das eine Buch eintauschen kann. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier ein bisschen durch. Hier geht's nämlich... Ja, hier geht's rein. Und laut Internet ist das hier auch eine Horror-Map. Laut Internet. Was will der hier mit seinem krummen Kopf? Infinite Ammo, unendlich. Was ist denn das für ein Ding? Nehmen wir uns mal mit. Komm, hier ist eine Glasscheibe. Komm, wir lassen einfach mal ein paar Sachen jetzt zurück. Goldbarren lassen wir mal ein bisschen zurück. Zucker. Eisenbarren, ja. Was haben wir noch? Pilzsuppe. Ein Goldschwert. Diamantaxt. Spinnenauge. Nederquarz. Helm. Und alles mal zurücklassen. Die Bücher lassen wir hier drin. Wasserflaschen. Ja, lass mal alles zurück. Und sogar Jump and Run ist dabei. Packen wir das? Nein. Okay. Das ist ja auch ein Meter im Block höher. Packt man auch nicht. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen... Es war mein Traum, das zu packen, aber naja. Okay, hier ist eine Kiste. Economy Collapse. Nochmal so ein Buch. Ich weiß nicht, was wir die brauchen. Kekse? Nein. Gibt keine Kekse. Minecraft-Spieler, es gibt keine Kekse. Ich glaube, ich habe mich da gut ausgedrückt, dass es keine Kekse heute gibt. Ja, Sashi. Ah, jetzt kann man... Ah, nee. Okay. Geht also nicht, oder? Doch, doch, es geht, Leute. Es dürft... Ah, ja, es geht. Es geht. Ah, das war scheiße hier, das. Ist doch übrigens ein 64x64-Pack, in dem ich hier spiele. Kann man jetzt hier hoch? Ja, man kann hier hoch. Ja, toll. Soll jetzt sein? Gar nichts. Das war wieder schön. Aber wir haben ja den Kelch, aber ich will so gern wissen, was hier noch ist in dieser Stadt. Da kann man bestimmt noch Sachen finden, oder? Eine Angel. Ein Verzauberungsbuch. Was kann man denn hier verzaubern? Nix. Okay, wir haben also keinen... Ja, wir haben Level 19. Das ist auch sehr schlau von mir, auf Level 19 was zu verarbeiten. Was willst du denn hier?
Der will ein Zepp dafür 132 Angriffsschaden. In welcher Welt leben wir hier denn? Das ist mein... Alter. Wenn ich den Kelch finde, aber der andere möchte einen Kelch für ein Buch haben. Das ist jetzt eine schwere... Aber schau, wir behalten das hier. 38,5 ist auch gut. 38,25, sorry. Ist auch gut. 132 wäre so geil, aber... Hier ist noch was. Ah, ne, das ist nur ein Rüstungsständer. Hier kann man schlafen. Ne, ich möchte nicht schlafen. Ich möchte nicht schlafen. Gehen einmal aus dem Fenster rauskommen. Wird nichts passieren. Ne, passiert nichts. Ja, hier ist jetzt eine unsichtbare Wand, Leute. Ich würde sagen, hier geht's nicht weiter. Hier ist noch ein Haus. Hier ist auch noch ein Haus. Da ist aber nichts drin. Da ist alles dunkel. Nope, da sind nur Kisten drin. Also, Dingskisten, die wo man nicht öffnen kann. Wir gehen zurück. Oh, I'm not done with you. Come on. Was? Become your personal bodyguard. Okay, gehen wir mal hier rein. Ach, hier ist doch eine Kiste. 6 hours later. Oh, scheiße. Gibt's jetzt einen Jumpscare hier? Nein. Wir sind bei 16 Minuten. Hallo? Wir haben Übelkeit. 13 Sekunden. Ja. Ja gut, hab ich gesagt. Oh yeah, you're right. Oh, was haben wir jetzt gekriegt? Irgendwas haben wir doch gekriegt. Hilfe! Welcome to my home. Och nee. Ein Kampf, meine lieben Freunde. Ein Kampf, das war ja klar. Hey, Nadu. Es war schon wieder mal klar, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir gucken in den Dings, ob hier irgendwas drin ist. Nee. Irgendwo muss hier ja was sein, dass wir das hier öffnen können. Nope. Kann man das hier öffnen? Ja, toll. Jetzt hau ich hier die ganze Zeit vor den Zombies ab. Wir haben eh nicht mehr viel Leben. Aber die sterben. Und die respawnen auch nicht. Das ist gut. Warum kriege ich gerade Schaden, obwohl ich denen gar nichts mache? So. Wo ist der? Da ist noch einer irgendwo. Ach, guck mal da. Da ist noch ein kleiner Herr Zombie. Komm mal her. Du wirst erstmal getötet. So. Ja. Jetzt müssen wir hier irgendeinen Schalter haben, so viel ich sehe. Oder muss man einfach sterben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, weil hier ist nix. Ich habe hier einen Schalter, aber der ist, glaube ich, für... Was? Schalter, Blaze on Electronic... Ah. Guck mal eine an. Da hat wohl einer hier, Das ist ein Apfel. Goldener Apfel, den essen wir mal. Ich glaube, den brauchen wir jetzt, den goldenen Apfel. Hier ist nix, nein. Na toll. Und jetzt? Hier ist ein ganz normaler Hebel. Ach, da unten ist wieder so ein kleiner... Ach, das ist die Mafia, wo wir hier sind. Das ist also so ein Mafia-Gebäude. Bleiben wir mal hier draußen, weil hier kann es nichts treffen. They kill me. Wir sind bei 19 Minuten. Jetzt mach doch mal mit deinem Dialog hier.
Und einfach nur spielen und endlich die ganze Zeit irgendwas lesen. Ja, toll. Jetzt? Die Tür da hinten ist offen, Leute. Die Tür ist offen. Gut, aber ich würde sagen, was hinter dieser Tür ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SHLP. Und Link zu Bandicam natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ist auch eine Testversion. Kann ja nur 10 Minuten aufnehmen. Aber naja, wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.